Heute gibt es ein Update zu unserem Oase Highline 600. Hallo Leute und herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und das ist ein Aquarium-Update-Video zu unserem großen Aquarium aus der Runde. Großes, ein bisschen in Anführungszeichen, denn das 600 Liter Aquarium ist zwar hier für unseren Aquascaping Gallery Room relativ groß, aber ich weiß, es gibt auch deutlich größere Aquarien. Also bevor jetzt wer kommentiert, meins ist 2000 Liter groß, ist mir natürlich bewusst, es gibt auch größere Aquarien. Vielleicht habt ihr das Aufbauvideo ja verpasst. Wir verlinken euch das natürlich. War auch ein mehrteiliges, so eine Aufbauserie. Nicht ganz bis zum jetzigen Zustand, deswegen ja auch das Update. Ich habe nämlich so ein paar Kleinigkeiten verändert. Nicht nur der Tierbesatz, weil diese Kollegen hier sind euch vielleicht schon aufgefallen. Liebe sie. Auch die Bepflanzung hat sich ein wenig verändert. Ich habe nämlich ergänzt. Hier drüben auf der linken Seite, die Stängelpflanze ist die gleiche, die auch hier wächst. Das ist die Hygrophyllus yamensis 53B. Und dahinter das lange Gras, das ist ein Areocolon, eine Rosettenpflanze, Areocolon, Japan Needle Leaf. Das ist eine Pflanze, die hatte ich so gar nicht am Schirm. Aber eigentlich ist die mega nice für genau solche Setups. Denn als Rosettenpflanze breitet sie sich nicht aus. Das heißt, ich setze sie da drüben an und die macht keine Ausläufer, sondern die bleibt erstmal so, wie sie ist. Standorttreu, die wird nur immer dichter und irgendwann kann man die mal wieder zerteilen oder generell einfach ausdünnen. Man kann sie auch auf Bodenniveau abschneiden. Ist sehr, sehr dankbar. Die gleiche Kombination habe ich hier auf der rechten Seite ergänzt, denn der Florian, Grüße gehen übrigens raus, danke Flo für den Tipp, hat berechtigterweise gemeint, dass hier links und rechts einfach zu offen ist und hat dann so eine kleine Skizze angefertigt und das sah wirklich nett aus und ich habe das auch so umgesetzt. Außerdem haben wir noch ein bisschen Kryptokerinen ergänzt. Ich habe mittlerweile sogar Moossteine hinzugefügt. Das sieht man jetzt noch nicht so sehr, das wird noch ein bisschen dauern, bis die mehr werden. Und außerdem habe ich den Erzfeind von allen schneidfaulen Aquarianern eingesetzt, die Hydrocotyle tripatita, den dreiteiligen Wassernabel. Auch die fängt so langsam an, sich auszubreiten. Das Ganze dauert aber noch ein bisschen, aber so ganz grundsätzlich wachsen die Pflanzen mega gut. Was auch an der neuen Beleuchtung liegt, denn vielleicht habt ihr dieses Video gesehen zur Chihiros WRGB Universal, zur Einbauleuchte von Chihiros. Ich muss sagen, seit die in dem Aquarium liegt, macht mir das ganze Aquarium einfach deutlich mehr Freude. Alles sieht besser aus. Nicht nur die Fische, auch die Pflanzen, die wachsen sogar besser. Das Hardscape sieht doch viel attraktiver aus mit der neuen Beleuchtung. Also ich bin wieder mal, muss man sagen, beeindruckt, wie viel die richtige Lampe in einem Aquarium so verändern kann. Denn ansonsten habe ich, was die Pflege angeht, gar nicht mal so viel geändert. Mein Ziel in dem Aquarium war ja wirklich, mit möglichst geringem Pflegeaufwand ein möglichst schönes Aquarium zu pflegen. Und dabei bin ich auch geblieben. Ich verwende Düngetabletten für die Pflanzen, die eingesetzt sind, beziehungsweise sind diese Pflanzen ja in den Vio Insula Pads, in diesen Soil-gefüllten Baggies, eingesetzt worden. Und ich verwende weiterhin keinen Flüssigdünger. Ich habe nur hier im Hintergrund schon angefangen, mit den Masterline Root Caps nachzudüngen und auch hier im Schotter, wo jetzt die kleinen Kryptokerinen sitzen, habe ich versucht, die Rootcaps reinzustecken, wo es halt ging. Ging natürlich nicht überall, denn hier unten in der Sandschicht war es einfach zu wenig. Also der Sand ist vielleicht 2 cm hoch, da kann ich keinen Rootcap drinnen versenken, das hält einfach nicht. Ansonsten hat sich nicht so viel verändert, abgesehen vom Besatz. Der hat sich nämlich komplett getauscht. Außer die Flossensauger, die, also ich würde sie auch gar nicht erwischen, wenn ich wollte, aber die will ich auch nicht hergeben, weil das sind so schöne Fische, die habe ich wirklich lieb gewonnen. Ich habe 3 verschiedene Arten drinnen. Ich habe den Sevilla Lineolata, den Prachtflossensauger. Ich habe den Sevilla Breviventralis, wo ich gar nicht weiß, was der für ein deutsches Synonym hat. Und ich habe die Pseudogastromyzon SP. Ich glaube, dass das gar keine Artbezeichnung hatten, eingesetzt und ich habe da jeweils so 5 bis 7 Fische, variiert ein bisschen von Art zu Art und ich mag die mega gern. Also vor allem der Sevilla Lineolata sieht einfach aus wie ein kleiner Rochen, das ist wirklich fantastisch. Dann habe ich noch Agara Flavatra eingesetzt,
denn ich hatte ein bisschen Pinselalgen auf den Wurzeln und da muss man wirklich sagen, der Gara flavatra, der Prachtalgenfresser, ist ein Fisch, dem sagt man nicht nur nach, dass er Pinselalgen frisst, der frisst die auch tatsächlich. Das ist sehr, sehr nice. Ich habe eine Fünfergruppe eingesetzt und die Pinselalgen, die auf den oberen Wurzeln waren, sind fast komplett verschwunden. Was ich vor allem auf die Fische schiebe, denn am Flüssigdünger habe ich nichts verändert. Es kam vorher keiner rein, es kommt weiterhin keiner rein. Ist also gleich geblieben. Die Kollegen hier, die habt ihr bestimmt schon gesehen, Pterophyllum scalare, das sind Santa Isabel Nachzuchten F1. Das sind die, die dann so kleine rote Pünktchen bekommen. Mega schön, es fängt schon an. Bei manchen Tieren kann man es mehr sehen, bei anderen weniger. Ich würde mal sagen, die sind jetzt so um die, naja, 8, vielleicht sind sie auch schon 10 cm hoch. Sind noch süß und klein, die wachsen natürlich noch ein Stück. Falls ihr ein großes Aquarium habt, jetzt gibt es auch bei Liquid Nature Scalare zu kaufen, ist eine tolle Sache. Habe ich lange nicht da gehabt und sie sind wirklich wunderschön. Also ich kann die Fanbase der Scalar-Halter schon gut verstehen. Weiters hier die silbernen Fischchen hier oben, Platin-Beilbauchsalmler, mega nice Fische. Leider nicht geeignet für Aquarien ohne Abdeckung, deswegen bei uns eher ein selten gesehener Bewohner. Denn abgesehen von dem Aquarium haben wir keines mit Deckel. Das heißt, wenn, dann muss ich sie hier einsetzen, weil in allen anderen Aquarien würden sie richtig schnell rausspringen, was natürlich nicht so toll ist. Ist aber ansonsten ein mega cooler Bewohner, gerade hier der Platinbeilbauch. Mit der Farbe ist einfach verrückt, also sehen halt aus wie, als wären sie aus Metall gemacht, das ist wirklich crazy. Und dann hier diese erstmal relativ unscheinbaren Mönchhausia, das ist der Mönchhausia costae, der Signalstreifen-Salmler, oder ich habe auch schon gesehen, Schwarzlinien-Salmler heißt er auch manchmal. Ein gar nicht so farbenfroher Fisch, ich weiß. Und wenn sie jetzt mal so regungslos da rumstehen, dann erkennt man auch noch gar nicht so viele Besonderheiten an ihnen. Aber achtet jetzt mal drauf, wie die sich in der Gruppe bewegen. Das ist mega beeindruckend, oder? Die haben ein mega ausgeprägtes Schwarmverhalten. Und wir drehen jetzt natürlich wieder mal spät abends. Da schwimmen die Fische ganz anders wie untertags. Aber die Mönchhausia haben wirklich ein einzigartiges Schwarmverhalten. So dichtes, wirklich ausdauerndes Schwimmverhalten kenne ich von keinen anderen Fischen. Gleichzeitig sind sie hübsch und leicht zu halten, was mega cool ist. Sie werden relativ groß. Jetzt würde ich sagen, sind ein bisschen mehr als halb ausgewachsen. Das heißt, auf Dauer würde ich die Gruppengröße ein wenig reduzieren für so ein Aquarium wie das hier. Aber das sieht schon toll aus. Was ich auch noch eingesetzt habe, sind Panzerwelse. Wie man sieht, sieht man nichts. Ich habe mich für die Orange Laser entschieden. Das ist der Corydoras Aenus, eine Metallpanzerwels-Variante. Und es sind 15 Fische, die gerade eindrucksvoll präsentieren, wie dezent Panzerwälse in einem Aquarium sein können. Wunderschön, leider sieht man sie nicht. Das gleiche gilt auch für den Rotrücken-Kirschfleck-Salmler. Da habe ich eine Fünfergruppe eingesetzt, zwei Männchen, drei Weibchen. Und auch die sind keine Freunde von spätabendlichen Dreharbeiten leider. Aber der Pachi hat Material, das wieder einblenden, die sehen toll aus. Also auch die sind im Alltag wirklich wunderbar. Und jetzt habe ich den Besatz eigentlich schon durch, oder? Habe ich ihn vergessen? Ach ja, stimmt. Schmetterlingszwergbundbarsche. Ja gut, das ist ein ganz kleines Weibchen. Hier schwimmt auch noch ein ganz kleines Weibchen. Das sind die meisten leider verkauft zurzeit, aber normalerweise sind auch noch zwei oder drei Pärchen Schmetterlingsbuntbarsche in dem Aquarium. Die passen natürlich mittlerweile ganz gut zum restlichen Besatz. Sind eh klassischer Besatz für so ein Scalar-Aquarium. Wie immer habe ich auch hier das Aquarium so kühl, wie es nur irgendwie geht. Ich habe zurzeit zwischen 23 und 25 Grad. Hängt immer ein bisschen von meinem Wasserwechsel ab, denn der Wasserwechsel fällt relativ kühl aus bei uns. Und das Aquarium ist zurzeit nicht geheizt. Also das heizt sich ausschließlich über die Beleuchtung auf und natürlich über die Raumtemperatur. Also wärmer als 25 Grad wurde es noch nicht. Mal sehen, wie es jetzt im Sommer wird. Aber hier dank den Klimaanlagen, die wir dann
demnächst wahrscheinlich aktivieren werden, denke ich, wird die Temperaturrange auch in diesem Bereich bleiben. Also ihr könnt jetzt gut sehen, so sehen, gesunde Skalare mit, jetzt muss ich kurz nachsehen, mit 23,9 Grad aus. Also ihr seht, das ist überhaupt kein Drama. Natürlich wachsen die Skalare schneller bei wärmerer Temperatur, können sie auch einfach mehr fressen, sich schneller entwickeln. Aber das ist ja nicht das Ziel von so einem Aquascape, von so einem Gesellschaftsaquarium, dass ich die Fische möglichst schnell zur maximalen Größe bringe, sondern ich will möglichst lange, möglichst gesunde Tiere halten, und das Gleiche gilt für die Pflanzen. Ich will die nicht besonders schnell, besonders üppig zum Wachsen bringen, sondern ich will gesunde Pflanzen mit langsamerer Wuchsgeschwindigkeit haben, die möglichst leicht zu pflegen sind. Und da sind 24 Grad, sagen wir jetzt mal, 23,9, 24 ist ident, einfach praktischer. Also das kann ich euch echt nur empfehlen. Macht eure Aquarien nicht unnötig warm. Das bringt euch keine Vorteile mit ein. Ihr könnt ja gut sehen, dass die Fische hier alle vital sind. Und 24 Grad ist da eine super Kompromisstemperatur. Ansonsten kann ich euch nicht so viele Neuigkeiten zu dem Aquarium erzählen. Außer, dass es mir jetzt wieder deutlich mehr Freude macht. Denn zwischendurch war ich ein bisschen ernüchtert, wie schnell die Spannung raus war aus dem Layout. Das ist ja sehr minimalistisch ausgefallen, weil wir eben ein easy maintenance, also ein leicht zu pflegendes Projekt hier vorstellen wollten. War es dann leider so, dass es einfach sehr wenig gab, was ich mit dem Aquarium getan habe, weil es eben leicht zu pflegen war. Jetzt durch die Umgestaltung und ich glaube auch durch die andere Besatzkonstellation und durch die andere Beleuchtung gefällt es mir einfach viel besser, und jetzt ertappe ich mich auch immer öfters beim Kleinigkeiten erledigen im Aquarium. Ihr kennt das ja vielleicht, dann macht man oft so Dinge, die gar nicht notwendig sind, aber man zupft halt hier ein bisschen und da ein bisschen, und das ändert im Gesamteindruck meistens gar nicht so viel, aber es bringt einfach viel Quality Time wieder mit dem Aquarium, und ich bin jetzt wieder deutlich zufriedener mit dem Teil. Würde mich auch interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ihr habt ja auch die Entwicklung vielleicht begleitet des Aquariums vom Anfang bis zum jetzigen Zustand, und würde mich interessieren, ob es euch jetzt besser gefällt oder ob es für euch jetzt eher weniger gut gefällt, wie es vielleicht am Anfang war. Hat sich ja doch einiges getan vom Look. Ich habe jetzt deutlich mehr Begrünung, als es am Anfang war. Am Anfang war es ja ganz minimalistisch bepflanzt und relativ viel pflanzfreie Zone, und jetzt habe ich eigentlich wieder ein voll bepflanztes Aquarium. Und ich muss sagen, ich finde das gut, aber es würde mich wirklich interessieren, wie ihr das eigentlich findet. Ich glaube, wir müssen dann auch noch ein bisschen Fische füttern, wenn die schon so neugierig da rumhängen. Ein Thema gibt es noch, das ich gerne besprechen würde, denn das hat sich auch grundlegend geändert in dem Aquarium, und zwar die Strömung. Der vorige Besatz war ja alles sehr strömungsliebende Tiere. Vielleicht erinnert ihr euch, es waren Regenbogen-Elritzen, Regenbogenfische, also Ehrenfische. Und Bärblinge, Kürditbärblinge war eine große Gruppe drin. Es sind noch immer ein paar, die habe ich nicht alle fangen können. Aber der Großteil der Tiere, die jetzt drinnen leben, leben in deutlich beruhigterem Wasser. Und dementsprechend habe ich auch die Wasserbewegung in dem Aquarium reduziert, das also beruhigt. Die Strömungspumpe hängt zwar noch im Aquarium, die könnt ihr jetzt vielleicht nicht erkennen, aber sie hängt links ganz unten, die strömt jetzt nach oben. Und manchmal schalte ich die auch untertags ein für 2-3 Stunden, und dann schalte ich sie aber wieder aus. Davor lief sie die ganze Lichtphase über. Jetzt habe ich sie den Großteil des Tages abgeschaltet, auch weil die Skalare noch relativ klein sind und mit der Strömung noch nicht so gut zurechtkommen. Das wird dann besser, wenn sie ein bisschen größer und muskulöser sind. Aber ich muss auch sagen, ich war überrascht, wie gut es dem Aquarium tut, dass jetzt weniger Strömung im Aquarium ist. Ich habe nämlich befürchtet, dass mehr Mulm rumliegt, einfach aufgrund der niedrigeren Wasserbewegung, aufgrund der niedrigeren, des wenigeren Durchflusses halt, dass die Partikel ganz einfach absinken und dann vorne rumliegen. Das war der Hauptgrund, warum ich Panzerwälzer eingesetzt habe. Und da hat sich es wieder bewahrheitet, dass die halt echt den ganzen Tag den Aquariumboden so ein bisschen durchwühlen. Denn seit die Panzerwälzer hier sitzen, auch wenn man sie jetzt nicht sehen kann, was echt ein bisschen ärgerlich ist,
liegt kein einziges Stückchen Mull mehr herum in dem Aquarium. Und das ist schon cool, denn davor war immer ein bisschen Mulm zu sehen auf den Steinen oder auch am Sandbereich, trotz Meerströmung. Also hier muss ich sagen, die Panzerwelse haben dabei geholfen, dass der Mulm besser mobilisiert bleibt und trotz geringerer Strömung besser im Filter landet. Denn die Vorfilter mache ich jede Woche in dem Aquarium sauber. Und die sind deutlich schmutziger als zuvor, obwohl weniger Strömung ist. Und der Fischbesatz ist jetzt, ich würde sagen, gleich geblieben, wenn er nicht auch sogar geringer ist, als er davor war. Was mich gewundert hat, sagen wir es mal so. Also es ist jetzt kein Big Deal, aber es ist auf jeden Fall verwunderlich. Und ich bin eigentlich auch ganz happy drüber, dass die Panzerwelse mir sozusagen beim Aquariumpflegen helfen. So, und jetzt hätte ich gesagt, fütter mal die Fische mit ein bisschen Biogran, wunderbares Granulat von Aka mit Zutaten in Bioqualität. Sehr, sehr nice. Und ich bin auch immer positiv überrascht, wie gut die Fische das annehmen. Auch jetzt hier, spätabends, sind die Skalare hungrig. Also ein Mitternachtssnack. Kann sich schon gut verstehen. Oh, jetzt kann man sogar hier die Kirschflecksalmler sehen. Vielleicht kommen die jetzt auch noch beim Fressen. So, also ihr seht, manchmal sind so kleine Veränderungen, also kleine in Anführungszeichen, größer als man denkt oder bewirken mehr als man denkt. Weil ich muss sagen, meine Motivation, das Layout langlebig hier in der Gallery zu halten, war anfangs gar nicht so groß, weil ich dachte mir, das war ein einfaches Setup, das sollte zeigen, wie schön und unkompliziert Aquascaping sein kann. Und jetzt mit diesen kleinen Verbesserungen bezüglich Bepflanzung, auch dem Fischbesatz, aber auch der Beleuchtung, habe ich wirklich wieder Lust, dieses Aquarium so lange wie nur irgendwie möglich so zu halten, wie es ist, weil es mir einfach Spaß macht, das Teil zu pflegen und hier die Fische zu füttern. Ist jetzt natürlich auch ein echtes Highlight mit den Skalaren. Ich mag die schon sehr gern. Leute, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mich doch gerne wissen, was ihr zur Veränderung des Aquariums hält, unten in den Kommentaren. Ich lese mir das durch. Ich antworte zwar nicht immer, aber ich lese mir das durch. Und ich freue mich natürlich auf eure Meinungen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüssi, Baba.